Wolfgang Bauer ist Reporter bei der Zeit. Er berichtet aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt. Aus dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Russland. Wolfgang Bauer ist ein politischer Reporter, der aber die Politik bricht durch die Geschichten von Individuen, die er uns nahe bringt. Seine Reportage »Und vor uns liegt das Glück« handelt von syrischen Flüchtlingen in Ägypten, die versuchen, nach Italien zu gelangen. Wolfgang Bauer erzählt von einer dramatischen, gefährlichen Flucht, lange bevor die Flüchtlingskrise die Schlagzeilen beherrschte. Er recherchiert undercover, ergibt sich als Flüchtling aus dem Kaukasus aus. Wolfgang hat eben versucht, das aus der Perspektive dieser Menschen uns mal erleben zu lassen. Und seine radikale Methode war, ich muss mich dem eigentlich selber aussetzen. Ich kann da nicht drüber schreiben, aus dem Hörensagen. Ich will erleben, was das bedeutet. Ich will diese Situation der Angst, entdeckt zu werden, von der Polizei verhaftet zu werden. In der Tat ist er verhaftet worden. Immer wieder scheitern die Versuche, uns aufs Schiff zu bringen. Der Wechsel von großer Langeweile zu extremer Spannung zermürbt. Bis am Abend des vierten Tages plötzlich wirklich etwas passiert. Ein Minibus holt uns ab, um uns zum Strand zu fahren. Es herrscht Krieg zwischen den großen Schleuserbanden. Die Gruppe wird entführt, nach Tagen freigelassen, wie Vieh auf Boote getrieben. Er schlägt mit einem Stock auf uns ein, auf unsere Rücken, die Beine. Er packt mich am Arm, reißt mich fluchend voran. Wir sind 59 Männer, Frauen und Kinder, ganze Familien, die Rucksäcke geschultert, die Koffer in den Händen und rennen an einer Fabrikmauer entlang. Irgendwo am Rande eines Industriegebiets im ägyptischen Alexandria. Wolfgang Bauer erzählt von einem gnadenlosen Geschäft, fast wie die Tourismusbranche sei es organisiert, nur dass der Reisende rechtlos ist. In Wolfgang Bauers Bericht spürt man eindrücklich die Angst der Flüchtenden, aber genauso ihre Kraft, ihren Mut und ihre Hoffnung.